Warte mal kurz. Habe ich jetzt Verbesserungen? Du bist jetzt genügend M, um eine Verbesserung zu kaufen. Du drücke 2, um in diesem Menü, um dir deine Attribute anzusehen. 2. Ah, okay. Miriam ist die Währung, mit der du deine Waffen verbessern, sowie deine maximale Gesundheit, Fokus und Elmgeschosse erhöhen kannst. Erhalte Miriam, indem du Sammelstücke findest und Nebenmissionen, Herausforderungen und zusätzliche Ziele erfüllst. Was kann ich jetzt kaufen? Ich habe 75 und das kostet alles 60. Schalte einen Ruhmplatz für dein Schwert frei, schalte einen Ruhmplatz für deinen Bogen frei, schalte einen Ruhmplatz für deinen Dolch frei. Das spare ich mir aber noch auf. Ich habe sowieso keine Runen, keine extra. Wieso sollte ich das jetzt verschwenden? Wäre, glaube ich, nicht so klug. Ja, ja, schön, schön. Viel zu lesen, ich weiß. Gibt es hier irgendwelche Orks? Nein, ich mag diese Ruinen nicht. So, der Verfolger. Du hast die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Lass mal raten, eine Geisterspur, in der wir ihn auf geisterhafte Art und Weise finden können. Folge den Spuren. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Ah. Bisschen Kraut. Sammle Kräuter. Ja, okay. Das schwarze Tor. Wo ist das hier? Ach. Wo ist das bloß hier? So. Kann ich die auch irgendwie... Ich müsste die schnell erledigen können. Jetzt lauf halt! Der eine Gegner hier noch. Ich will jetzt nicht wegen dem die ganze Aufmerksamkeit auf mich lenken. Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Ich will mal jemanden aufzehren. Vergesst das jedes Mal. Ja, der macht irgendwie immer das Geile. Zusätzliches Ziel, befreie die Sklaven. Wo sind denn die überall? Da oben wahrscheinlich? Okay, da drüben sind sie, okay. Sehr gut, dann holen wir uns die auch noch. Wo ist die Spur? Die führt keine Ahnung wohin. Aber da drüben sind die Sklaven, das wird schon irgendwie passen. Ich spüre, ach, hier ist die Spur. Mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Tief aus dem Innern Mordors zu erhalten. Sie so, ich würde gerne die Gene irgendwie anlocken. Mal probieren. Schauen die ja, die schauen alle hin. Das ist das Problem. Moment! Ich rieche etwas. Kann ich die irgendwie in den Busch reinziehen? Ist es wirklich unser Schicksal, unser Ochs zu Tode zu schuften? Wir sind tatsächlich. Jetzt haben wir nicht ernst. Der hat mich wirklich nicht gesehen, der Typ. Schleicht da jemand umher? Jungen, darfst du nie vergessen. Achso, ich hab keine Elbengeschosse mehr. Muss abgehauen sein. Da ist noch einer. Kein Problem. Sollte wirklich mal jemanden aufzehren. Aber das geht nur bei Lebendigen, oder? Wahrscheinlich. Wer sieht. Hä? Ach, da oben steht einer. Na toll, wir haben nichts mehr. Verdammt. Verdammt, wie komme ich da hoch? Halt den in der Nähe eines Feindes gerückt. Ja, toll. Der Tag hatte zu viel Schiss, noch weiter hier herumzuschleichen. Das Problem ist, die sind alle tot. Brauche irgendeinen Feind hier, den ich erledigen kann. Ich habe schon. Was ist denn das für ein Kraut? Ach, Gesundheitskraut. Okay. Bisschen Fähigkeit.
Defekt oder die. Nehmen wir die. Ist egal. Ich muss den Bogenschützen irgendwie erledigen. Ja, ich hab's gemerkt, Remington. Danke. Ich habe Kraut gefunden. Ich habe auch nichts gehört. Da oben steht noch einer, aber ich. Ach, warte mal, jetzt habe ich. Jetzt sind meine Elbengeschosse wieder aufgefüllt. Würmer geben die Schwächen des Hauptmanns preis, wenn du sie verhörst. Aber den konnte ich nicht runterkriegen. Danke, Waldläufer. Hä? Oh, schade. Ich hätte ihn gern verhört, aber der war. Den habe ich ja niemals darunter bekommen. Das würde ich jetzt mal probieren da drüben. Da drüben ist wieder so ein Wurm. Mal schauen, wie viele von denen ich geheim ausschalten kann. Erstmal so. Ernsthaft? KI? Okay, das ist eine geniale KI. Diese kleine Ratte sein. Sieht aus wie ein ausgehungerter Frosch. Ja, das ist wirklich toll. Also hier. Komm. Nein, warte mal. Ich will eigentlich den Gegner auszehren. Aber das klappt gerade nicht so richtig. Ah, jetzt klappt's. Ah, natürlich muss der mir wieder zwischenfunken. So, erstmal den Kleinen hier erledigen. Und am besten blocken auch, wenn mich so einer angreift. Achso, warum muss ich das halten? Jetzt verhören. Informationen sammeln. Informationen verraten die Stärken und Schwächen eines Hauptmanns. Bekannte Schwächen kannst du ausnutzen, um einen Hauptmann leichter zu besiegen. Eine Anfälligkeit ermöglicht es, mit einer bestimmten Kampfstrategie einen Hauptmann mit nur einem Hieb zu töten. Wenn ein Hauptmann beispielsweise anfällig für Schleichangriffe ist, bietet sich diese Angriffsart an, um ihn zu töten. Informationen. Ah, perfekt. Reibt seine liebste Waffe mit Gift ein. Gott sei Dank reibt er sie nur mit Gift ein und nichts anderes. Ich wollte gar nicht mehr wissen. Und erledigt. Wieso sollte man hier auf Töten drücken, wenn man Informationen sammeln kann und sie danach sowieso tötet? Ach, sieh, da rollt der Kopf. So, Gesundheit erneuern. Und dann weiter geht's. Ist da drüben? Achso, noch Kraut. Noch ein bisschen Kraut fürs Mittagessen. Ein bisschen Sauerkraut. Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Dort, es läuft davon. Oh Gott, Karagor, das ist doch das Tier, wo man raufspringen kann mit der Fähigkeit, oder? Irgendwas Interessantes hier. Der ist da hoch. Hä? Der schummelt. Gollum schummelt. Unfairer Kerl. Kann man hier nicht irgendeine Taschenlampe aktivieren? Natürlich gab es damals noch keine Taschenlampe. Ich weiß, mein Gott. Aber es wäre deutlich einfacher. So. Wie komme ich. Ach so. Damit hat sich die Frage, wie ich da hochkomme, erübrigt. Was ist das? Ein Talisman? Mit Erinnerungen. Was für ein Zauber ist das? Ein verlorenes Armstück. Einige vereinzelte Bilder. Ja. Nur wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war. Es ist dieser Schmerz, der uns verbindet.
Was willst du von mir? Ja gut, schrei sie an. Dann hilft er dir bestimmt. Fernkampfmodus. Es läuft davon. Nichts hier. Nicht mit mir frontieren. So. Gut, wir haben ein Erbstück gefunden. Ach, und hier kann man Elbengeschosse rausziehen. Okay. Das ist auch cool. Oh, natürlich auch sehen nehme ich jetzt alle. Ohrenjäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Hier sollten schnell getötet werden. Drücke während des Laufens Leertaste, um Speeren auszuweichen. Au, au, au. So, oh Gott. Boah, ist das cool. Jetzt kommt so ein vieles Fieder her. Erledigt die einfach. Hält den? Ja, perfekt. Kann den erledigen. Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Mach mal Elbengeschosse, Elbengeschosse. Da oben gab es nämlich Elbengeschosse. Ja, natürlich muss er jetzt wieder in die Höhle reinrennen. Ihr wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. Verrückt wie immer. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts. Was weiß er davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns in unseren Träumen. Ja, immer das Gleiche mit dem Vieh. Wie das aussieht. Der Schatz, er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Menschen. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören, dem leuchtenden Herrn zu dienen. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Doch, eigentlich schon. Aber Gollum kann man nicht trauen, das ist das Problem. Auftrag abgeschlossen. Na, sieh einen an. Beste Dyriax ist in der Nähe. Was war das jetzt? Irgendwas war da gerade mit Bestie und Nähe und... Ach, hier kann man ein Gebiet wieder aufdecken. Ah. Okay, okay. Das ist natürlich cool. Da muss er dann auch nochmal hinschauen, aber heute wird sich das voraussichtlich nicht mehr ausgehen. Das Einzige, was ich jetzt noch holen will, sind ein paar Pfeile, die natürlich hier jetzt nicht mehr rumliegen. War klar. Über alle Spinnen drüber laufen. Töte drei Spinnen, indem du über sie drüber läufst. Okay. Und da rein? Achso, nein. Was? Ich soll da rumlaufen? Nee, warte mal, das ist das andere Ziel. Ich habe gar keine Mission, okay. Überlebensherausforderung. Nifredil. Okay. Und töte 5 geflügelte Untiere. Geflügelte Untiere, ich glaube, die kommen erst. Die beste, die du jagst, ist in der Nähe. Jagdherausforderung anzeigen. Kann man das hier irgendwo? Die beste, die ich suche, ist in der Nähe. Ist das die? Ausgestoßener. Das kann aber nicht der sein, oder? Warte, da schaue ich jetzt nochmal kurz hin. Enorm soll es drunter und drüber gehen. Ich wette, die ist klar. Das sind nur ein paar Gegner. Ja, ja, ein paar viele Gegner. Aber ich würde an der Stelle sagen, dass ich hier mal einen Cut mache und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr von dem Spiel haltet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, ciao und...
bis dann im Morderschatten. Ich wollte jetzt doch irgendwie im Morderschatten erwähnen. Hat nicht so gut geklappt. Egal. Bis dann.